Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um eines der vier Urelemente auf der Erde, um Wasser. Damit Sie diese Sendung richtig genießen können, holen Sie sich doch einfach ein Glas Wasser aus der Küche. Und in einer Minute fangen wir an. Ach du lieber Gott, die Erde ist eine Scheibe. Wer hat denn hier wieder losgelegt? Ah. So. Na. Gut, dann können wir ja anfangen. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um Wasser. Wasser ist eines, wenn nicht das Element schlechthin. Es ist eines von vier Urelementen. Thales von Milet hat es als allererster zum Urelement gemacht. Er meinte, alles käme aus dem Wasser. Ja. Und wir sind heute, als Naturwissenschaftler stehen wir heute vor diesem Stoff teilweise durchaus ein bisschen sprachlos, weil er hat Eigenschaften, die er eigentlich nicht haben dürfte. Und deswegen heißt die Sendung heute, ist Wasser magisch? Es hat solche tollen Eigenschaften. Welcher Zauber steckt da eigentlich in diesem komischen Stoff, der so, wie er zusammengebaut ist, eigentlich so magisch gar nicht ist? Wasser. H2O, weiß jedes Kind. Wasser heißt zwei Atome Wasserstoff, ein Atom Sauerstoff, zwei Gase. Ja, beide sind Gase. Wieso gibt die Verbindung von zwei Gasen etwas, was in dem Temperaturbereich, in dem wir so leben, flüssig ist? Ja, das ist doch komisch. Das versteht man gar nicht. Ja. Und Sie werden in dieser Sendung ein paar Sachen erfahren, da kann ich Ihnen sagen, da werden Sie sich wundern. Also fangen wir mal damit an, mit den wesentlichen Eigenschaften von Wasser. Die sind so, es gibt so viele unterschiedliche Eigenschaften, dass ich mir extra einen Spickzettel mitgebracht habe, weil das ist schon einigermaßen beeindruckend, was Wasser alles so an besonderen Eigenschaften zusammenbringt. Das ist ein stoffliches Wunder. Aber nur mal am Rande bemerkt. Das ist auf der anderen Seite sehr frustrierend, wie wir mit Wasser umgehen. Denn offenbar, weil es uns alle angeht, ja, etwas, was allen gehört, geht den Einzelnen nichts an. Gibt so einen netten Spruch. Ja. Also wir sind mit Wasser ja außerordentlich unsensibel, so wie wir es verbrauchen. Aber ich will jetzt hier keine Moralpredigt halten. Fangen wir an mit Wasser. Wasser hängt zusammen. Also Wasser fließt, deswegen ist es flüssig. Wasser hängt zusammen, das ist eine Eigenschaft, die, wie gesagt, gar nicht so klar ist, wenn man denkt, dass es zwei Gase sind, die sich da miteinander verbunden haben. Wasser hat eine Spannung, eine Oberflächenspannung. Ja? Also da scheint sich etwas zwischen dem Rand des Wassers und der Umgebung abzuspielen, dass zum Beispiel Wasser eine Oberfläche hat. Deswegen können diese Wasserteilchen zum Beispiel auf der Oberfläche laufen. Deswegen können ganz bestimmte biochemische Prozesse ablaufen, weil sie diese Oberflächenspannung von Wasser brauchen. Denn Oberflächenspannung bedeutet, das Wasser versucht Tröpfchenform anzunehmen, ja, versucht also die Oberfläche zu minimieren. Ganz wichtige Sache. Wasser kann verdunsten. Wenn Wasser verdunstet, geht die Temperatur runter. Damit regeln wir unsere Temperatur. Wir produzieren eigentlich so viel Energie wir transferieren so viel Energie in Wärme um, dass wir ohne diese Verdunstung von Wasser eine innere Temperatur von 62 Grad hätten. 62 Grad Celsius, da wären wir tot. Unsere mittlere Temperatur ist ja viel kleiner, wie Sie wissen, nur 36 Grad. Und das liegt an der Verdunstungswärme von Wasser. Wasser kann Wärme aufnehmen. Unglaublich viel Wärme aufnehmen, hat eine hohe Wärmekapazität, eine hohe spezifische Wärmekapazität. Und zwar ohne, dass es dabei warm wird. Offenbar steckt die Wärme dann in anderen Bereichen des Wassers drin. Ganz komische Sache. Wasser gefriert. Ja? Und zwar bei, wissen Sie ja, 0 Grad Celsius ist Wasser, wenn es nicht allzu versalzen ist, dann wird es zu Eis. Aber Eis schwimmt oben. Eis hat ein größeres Volumen als das flüssige Wasser. Ja? Wie kommt das? Wie kommt das zustande? Nun, Wasser hat eine Dichteanomalie bei 4 Grad Celsius. Also bei 4 Grad ist Wasser am dichtesten. Ja? Was ist da los? Wasser reguliert. Wasser reguliert das Leben. Ja? Ohne Wasser gibt es kein Leben. Ja? Ohne Wasser ist eigentlich alles nichts. Wasser reguliert unser Wetter ganz massiv. Ja? Die Möglichkeit des Wassers, eben so viel Wärme zu speichern, wie es das kann, ja, ist ganz wichtig dafür, wie das Wetter funktioniert, wie die Temperaturen ausgeglichen werden. Wasser ist eigentlich ein perfektes Treibhausgas in gewisser Weise. Je mehr Wasser in der Atmosphäre ist, umso mehr Wärme kann gespeichert werden.
Wasser ist natürlich in den Meeresströmungen drin. Da habe ich mir mal aufgeschrieben. Hier, der Golfstrom, ja, der also das ist Golfstrom bei die Sache, diese warme Meeresströmung, die kommt vom Äquator über den Golf von Mexiko und läuft dann langsam in Richtung Nordeuropa, ja, da oben. Der Golfstrom ist wichtig für unser Wetter in Europa, ganz wichtig. Ja. Da werden zwischen 30 und 100 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Ja. Das heißt, wir haben es mit einem riesigen Schaufelrad an Wasserströmung zu tun. Da ist es ganz wichtig, dass das Wasser, wenn es zu kalt wird, wenn es nämlich in die Nähe von Grönland kommt, in die Nähe des Nordpols kommt, dann wird Wasser kälter und dann wird aus dieser warmen Strömung des Golfstroms, ja, wird das Wasser sinkt ab und wird eine Kaltwasserströmung am Boden. Also alles Eigenschaften, die ungeheuerlich sind. Warum? Warum um alles in der Welt ist das so? Haben wir noch was vergessen? Oh ja, hier. Wie wir gleich sehen werden, Wasser kann isolieren. Ja. Allerdings nur in gefrorenem Zustand. Eis isoliert. Und Eis isoliert vor allen Dingen die Schichten, die nicht gefroren sind. Naja, also nach so vielen Sachen, Sie werden gleich sehen, hat auch noch was mit Molekülen zu tun. Wasser ist ein ganz wichtiges Molekül, um Dinge aufzulösen, Salze aufzulösen. Wasser stabilisiert Verbindungen. Wasser kann offenbar fast alles. So. Und woran liegt das? Jetzt kommt der Physiker und dann gucken wir uns das mal an. Wasser. Das muss ich vor Ihrem geistigen Auge vorstellen. Wir haben hier ein Wassermolekül vor uns. Wie ist das aufgebaut? Da haben wir also erstmal Sauerstoff. O, ja, ein Riesenatom, ja, und zwei Wasserstoffatome. Also hier stellen Sie sich hier vor, O, und da hängen die zwei Wasserstoffatome dran. Winkel, ganz wichtiger Winkel, 105 Grad. Das heißt, dieses Molekül ist nicht irgendwie gerade, O hier und an der Außenseite wie so zwei Handeln, die Wasserstoffatome. Nee, sondern die Wasserstoffatome hängen in einem Winkel von 105 Grad. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Sauerstoff zieht die Elektronen der beiden Wasserstoffatome zu sich, ist also elektronegativer, wie man so sagt. Denn es gibt gewisse quantenmechanische Regeln, Sie werden lachen, ich bin schon wieder in Quantenmechanik, und die führen dazu, dass Atome dazu neigen, ihre Elektronenschalen aufzufüllen. Ja? Wenn der Sauerstoff diese beiden Elektronen von den beiden Wasserstoffatomen zu sich gezogen hat, ist es in einem günstigeren Zustand als ohne diese beiden Elektronen. Das führt dazu, dass im Wassermolekül das Gebiet um den Sauerstoff herum etwas negativer ist und die Seite mit den beiden Wasserstoffatomen etwas positiver. So, jetzt haben wir hier nur ein Molekül, ein Wassermolekül. Nehmen wir noch ein anderes Wassermolekül. Das ist genauso dipolartig, zwei Pol, ja, einen positiven, negativen Pol. Das kommt also in die Nähe und wie wird es sich anordnen? Es wird sich gerade so anordnen, dass die beiden Wasserstoffatome des anderen Moleküls sich an der negativeren Seite des einen Wassermoleküls andocken. Mit anderen Worten, diese Dipolbindung verbindet Wassermoleküle miteinander. Das ist eine ganz sogenannte Wasserstoffbrückenbindung. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Nur weil es diese Bindung gibt, ist Wasser flüssig. Nur weil es diese Bindung gibt, hat Wasser Eigenschaften, die außerhalb der normalen Moleküle sind, die so aufgebaut sind oder die so wenig Atome enthalten wie das Wassermolekül. Gibt es zum Beispiel Schwefelwasserstoff, da hat man H2S. Da ist statt dem Sauerstoff einfach ein Schwefelatom drin. Das hat ganz andere Eigenschaften. Wenn Wasser so wäre wie dieses H2S, dann würde es bei minus 100 Grad Celsius schmelzen und bei minus 70 Grad Celsius sieden. Das stimmt aber nicht. Offenbar führt diese Bindung dazu, dass es erst bei 0 Grad Celsius schmilzt und erst bei 100 Grad Celsius siedet. Also nicht nur, dass der Temperaturbereich ein ganz anderer ist, sondern auch die Temperaturdifferenz ist eine andere. In dem einen Fall, wenn das Wassermolekül so wäre, dann sind es nur 30 Grad Celsius Unterschied. Und in dem anderen Fall, wo es so winkelig ist und ein Dipol ist, sind es 100 Grad Celsius Unterschied. Und das erklärt sämtliche Eigenschaften von Wasser. Das ist unglaublich. Also, es hängt zusammen, weil sich im Wasser Aggregate von verschiedenen Wassermolekülen bilden. Da gibt es Zweier-Aggregate, Vierer-Aggregate, Achter-Aggregate. Die Aggregate werden umso größer, diese Wasserkristalle werden umso, und nicht Eiskristalle, Wasseraggregate, diese Wasserkristalle werden umso größer, je geringer die Temperatur ist. Ist klar, bei hoher Temperatur, dann haben diese Wassermoleküle natürlich viel Bewegungsenergie, dann ist die Zusammenbildung von solchen Aggregaten viel schwieriger als bei niedrigerer Energie. Jetzt kommen wir mal zu dem Fall zum Beispiel mit dem Eis.
Wir senken die Temperatur, sagen wir mal, von der Zimmertemperatur langsam in Richtung 0 Grad Celsius ab. Dann kommen wir also zu dem Fall, dass wir bei 4 Grad angelangt sind. Normalerweise ist ja bei jedem Stoff so, wenn die Temperatur absinkt, dann wird das Volumen kleiner, das Zeug wird dichter. Das ist bei Wasser auch so, wenn es nämlich bei 4 Grad Celsius angekommen ist. Wenn die Temperatur aber jetzt noch weiter sinkt, also unter 4 Grad, dann entstehen immer mehr Vierer- und Achteraggregate. Bei 0 Grad Celsius entstehen schlagartig die Achteraggregate und die sind natürlich viel größer als die Viereraggregate. Also bei 0 Grad Celsius hat man auf einmal diese riesengroßen Wasserverbindungen von 8 und mehr Molekülen und deswegen ist das Volumen größer. Das Volumen von Eis ist deswegen größer, weil sich bei 0 Grad Celsius diese riesengroßen Wasseraggregate gebildet haben und das Eis besteht dann nur noch aus Achter- und Mehraggregaten und deswegen, weil das Volumen größer ist, ist die Dichte kleiner. Und das Eis schwimmt oben. Verdunstung, genau das Gleiche. Wir kommen zu dem Eis gleich nochmal. Verdunstung, ja? Warum verdunstet Wasser und dabei geht die Temperatur runter? Ganz klar, die Wassermoleküle sind sehr stark an ihre Kameraden gebunden durch diese Dipolbindung. Ja? Wissen Sie ja jetzt, ist ja klar. So, jetzt gucken wir uns also an der Oberseite dieses Wassers das mal an. Da können nur solche entweichen aus dem Wasser, die höchste Energie haben. Die anderen müssen drin bleiben, die sind ja gut gebunden. Das heißt, aus dem Wasser verschwindet durch Verdunstung die Wasserkomponente mit der höchsten Bewegungsenergie. Hohe Bewegungsenergie heißt hohe Temperatur. Verdunstung von Wasser bedeutet also, dass sehr, sehr, sehr viel schneller Temperatur verloren geht. Deswegen kühlt sich Wasser ab. Wahnsinn. Kommen wir wieder zum Eis, ja? Denn das ist wichtig, die Sache mit der Bewegungsenergie. Wir haben also, sagen wir mal, wenn Eis oben schwimmt, das ist der Grund dafür, dass die Seen nicht von unten auffrieren. Unterhalb des Eises bewegt sich das Wasser eigentlich ständig hin und her und ab einer bestimmten Tiefe unter dem Eis hat das ganze Wasser 4 Grad Celsius. Es hat die größte Dichte, ist also abgesunken und es wird nicht kühler, ja? Weil es diese Aggregate gibt. Das ist doch unglaublich. Ja? Die Isolierung des Wassers unterhalb des Eises hat damit zu tun, dass eben unterhalb des Eises keine kleinere Temperatur als 4 Grad Celsius erreicht werden kann, weil da hat Wasser die maximale Dichte. Das heißt, die Eigenschaften dieses Stoffes, dieses wunderbaren Stoffes, kann man tatsächlich erklären dadurch, dass man versteht, wie diese Verbindungen zustande kommen. Die Form des Moleküls, ausgelöst dadurch, dass die beiden Wasserstoffatome sich ja abstoßen, ja, denn ja, die haben die gleiche Ladung, deswegen stoßen sie sich ein bisschen ab, aber sie stoßen sich nicht so weit ab, dass sie zu einem Hantelmolekül werden, wo sie beide gleichmäßig an der Sauerstoff angehören. Diese Form des Moleküls ist dafür verantwortlich, dass es diese Bindung gibt. Diese Form des Moleküls ist dafür verantwortlich, dass das Wassermolekül sich zwischen die Atome von Salzen zum Beispiel klemmen kann und sie auflösen kann. Ja? Auf diese Art und Weise werden die Verbindungen zum Beispiel von Kochsalz aufgelöst. Oder Zucker kann sich auflösen. Alles nur wegen dieser wunderbaren Dipolverbindung. Das heißt also, wenn wir verstehen, wie ein solches Molekül aufgebaut ist, und das wissen wir ja inzwischen, dann verstehen wir auch dessen magische Eigenschaften. Die sind nämlich offenbar so magisch gar nicht. Wichtig für uns ist natürlich, um mal ganz ehrlich zu sein, dass Wasser vor allen Dingen diese Bindungen aufbaut, die sich in der DNA stabilisierend auswirken. Die Wasserverbindung, Wasserstoffbrückenbindung sind diejenigen, die dieses wunderbare Molekül stabilisieren. Sie sind praktisch die Sprossenleitern in der Schraube der großen DNA und sie garantieren damit unsere Existenz und die Existenz von Leben überhaupt auf diesem Planeten. Ich hoffe, dass Sie jetzt ein Glas Wasser mit etwas mehr Ehrfurcht trinken, vielleicht auch mit dazu beitragen werden, dass wir nicht so viel Wasser verschwenden und denken Sie an Goethe, ja, Wunder sind nicht immer Geheimnisse.